Reingefallen. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Bach im Hollywood-Format. Aber schließlich muss ich das Gerücht aufrechterhalten, ich sei ein lustiger Mensch. Oder dachten Sie im Ernst, dass ich meinen Nachruf so pathetisch anfange? Ich bitte Sie. Ich, ein bekennendes Nichts in einem 13,5 Milliarden Jahre alten Nichts. Irrtümlich auch Universum genannt, obwohl nichts daran einzigartig ist, sondern rundherum auch noch die Unendlichkeit brodelt, samt ihren Myriaden von Paralleluniversen. Ich will nicht lang drum rumreden, ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt und vorher möchte ich Sie noch mal 115 Minuten lang unterhalten, gewissermaßen als 22. und letzte meiner Spielhartsendungen. Darin biete ich Ihnen ein paar Stellen aus meinen Erinnerungen an, eingebettet in Musik, die mir naheliegt, wie zum Beispiel dieser. Natürlich Mozart, der Anfang seiner Klaviersonate Köchel-Verzeichnis 333, gespielt von dem so wunderbar feinfühligen Friedrich Gulder. Schließlich ist Mozart mein Salzburger Landsmann und Kumpel, der mit seinen enormen Mozartkugeln die Musik über alle Zeitgrenzen hinaus befruchtet hat. Zu Mozarts Ehren habe ich mein Musikstudium abgebrochen, als ich erkannte, dass ich auf dem Weg war, ein weiterer Kümmerling im Riesenheer schlechter Musiker zu werden. Deshalb auch mein nachträglicher, herzlicher Dank den drei Salzburger Studienkollegen des Jahres 1959, die mich damals in den Journalismus buchstäblich hineingeprügelt haben. Und wenn Sie jetzt gleich eine andere Stimme als die meine hören, die Ihnen aus meinen Erinnerungen vorliest, so ist das nur der Beweis meiner Rücksichtnahme, liebe Damen und Herren, weil ich Ihnen nicht zumuten möchte, 2 Stunden lang eine einzige Stimme zu ertragen und noch dazu die meine. Ich habe deshalb Kollegen aus der Sprecherriege des WDR um ihre Leihstimmen gebeten, angepasst dem jeweiligen Alter, von dem mein Text gerade handelt. Den Anfang macht, stellvertretend für den damals etwa so 20-jährigen Feuerstein, Jean-Paul Beck. Wenn ich heute meine Konzert- und Theaterkritiken von damals lese, eigentlich gar nicht so übel, aber stets besserwisserisch und boshaft. Letzteres war der Stil der Zeit. Das erwartete man vom Rezensenten. Austeilen von oben herab, wobei die Pointe wichtiger war als die Objektivität. In einer Bohème im Salzburger Landestheater zum Beispiel war der Rodolfo indisponiert, sodass sich seine Stimme bei der einen oder anderen hohen Note überschlug. Weil sein Nachname Hahn war, begann ich meine Kritik mit den biblischen Worten, als der Hahn zum dritten Mal krähte.
Wie schlimm eine solche Häme den Künstler trifft, wenn sie gedruckt vor ihm liegt, war mir nicht bewusst. Denn meine Vorbilder, die Wiener Kritikerfürsten des Boulevard, gaben genau diesen Ton vor. Gnadenlosigkeit und Zynismus hielt ich für eine Berufspflicht. Es gäbe eine lange Liste von Leuten, bei denen ich mich entschuldigen müsste. Mein Glück, dass sie alle schon tot sind. Ein Jahr später gab es drei Lebendige, die sich das nicht gefallen ließen. Da hatte ich über das Konzert eines Trios von Mozarteumskollegen berichtet. Ich warf ihnen unsaubere Intonation vor und endete mit dem hässlichen Schlusssatz, und als sie sich endlich eingestimmt hatten, war das Konzert schon aus. Zu den Städten meiner Umtriebigkeit gehörte die Künstlerkneipe Da Capo im Keller des damaligen Spielcasinos direkt neben dem Mozarteum. Da saß ich eines Abends, als das Trio erschien, Geiger, Cellist und Pianistin. Sie traten an meinen Tisch und ich stand höflich auf. »Hast du das geschrieben?«, fragte der Geiger, wartete aber nicht auf die Antwort, da jeder im Mozarteum wusste, dass ich Robert Stein war, der Kritikerdämon. Dafür hatte ich aus Eitelkeit schon selber gesorgt. Er holte aus und gab mir eine Ohrfeige. Eine Watschen, wie man in Österreich sagt. Die Watschen war kräftig, schmerzte aber nicht, weil Überraschungen Gefühle blockieren. Das hat die Natur so eingerichtet, damit man auch mit gespaltenem Schädel noch ein Stück weglaufen kann. Mein Kopf war aber intakt und ich wusste, was man von mir erwartete. Also sagte ich zum Cellisten, »Willst du mir auch eine schmieren?« Eigentlich war das als rhetorische Frage gedacht, um ihn an die Regeln der Zivilisation zu erinnern, doch da hatte er bereits zugeschlagen. Meine zweite Ohrfeige. Diesmal mit Wucht, sodass die Brille von der Nase flog. Ich hob sie auf und wandte mich der Pianistin zu, nach dem Gebot der christlichen Demut, wonach man seinem Feind alle verfügbaren Backen hinzuhalten hat. Doch begnügte sich diese mit einem Blick aus Abscheu und Verachtung. Wortlos verließen die drei das Lokal. Kein großes Kino, nur ein harmloser Zwischenfall, aber zwei Schicksalsschläge für mich, die mein Leben verändern würden. Ab sofort Wörter statt Musik. Meiner Linzer Zeitung hatte ich den Vorfall verschwiegen. Er war mir peinlich und ich fühlte mich schuldig für meinen schäbigen Umgang mit Kollegen. Eine Salzburger Zeitung aber griff den Vorfall auf, das Demokratische Volksblatt, die kleine, aber einflussreiche Tageszeitung der Sozialistischen Partei, der ich mich ebenfalls als Kulturkritiker auf Zeilenhonorarbasis angedient hatte. Es war Festspielzeit in Salzburg und gerade hatte es einen Skandal gegeben. Herbert von Karajan, Doppelchef von Festspielen und Wiener Staatsoper, hatte einen Fotografen geohrfeigt, der in den finsteren Gewölben der Felsenreitschule auf der Lauer lag und ihn durch ein jähes Blitzlicht erschreckt hatte. »Da will schon jeder ein Karajan sein«, lautete die Überschrift in der Zeitung. Ausführlich wurde die Ohrfeigenszene geschildert und die drei Racheengel hatten einen neuen Spitznamen weg, Salzburger Watschentrio. Ich aber erhielt die Aufforderung, beim Chef des Mozarteums zu erscheinen, Bernhard Paumgartner, Hofrat und Präsident der Akademie. Eigentlich wollte ich mich über die Prügelknaben beschweren, aber als ich im Vorzimmer warten musste, sah ich auf dem Tisch der Sekretärin einen Zeitungsausschnitt mit rot unterstrichener Zeile liegen. Meine Besprechung eines Konzerts vor ein paar Wochen, in dem auch ein Ausschnitt eines Werks von Paumgartner erklungen war. »Rossini in Italien«, hieß es. Ich wusste sofort, welche Zeile angestrichen war. »Paumgartner pickte sich die Rossinis aus dem Kuchen«, hatte ich geschrieben. Ich kam nicht mal zum Ansatz meiner Beschwerde. »Natürlich würde er nicht dulden«, schnitt er mir das Wort ab, »wenn ein Disput unter Studenten in Prügel ausartet. Doch sei mein Verhalten höchst unkollegial gewesen. Noch dazu feig versteckt hinter einem Pseudonym. Jemand wie ich passe nicht in eine musische Studiengemeinschaft. Ob das hieße, ich würde relegiert werden? Darüber könne er nicht befinden«, sagte er. »Das sei ein Fall für den Disziplinarausschuss.« »Und wenn ich freiwillig ginge?« »Das wäre eine sehr, sehr gute Idee«, sagte Hofrat Paumgartner. Zum ersten Mal lächelte er, sah aber dabei so bedrohlich aus wie ein alter, müder, aber deshalb ganz besonders bissiger Wachhund. »Sehen Sie sich das Riesenbild an, das im Foyer des Mozarteums hängt. Darauf lächelt er sogar noch grimmiger.« »Tja, nun hätte ich Ihnen gerne eine Paumgartnersche Hörprobe angeboten, allein schon aus später Rache, weil Komponieren wirklich nicht seine Stärke war. Aber es gibt keine. Deshalb also lieber Rossini Original, das sängerische Bravourstück aus Figaros Hochzeit, als Beschreibung von mir, als Hans Dampf in allen Gassen. Ich weiß, das ist ein bisschen hochgegriffen.
Doch meine ich das eher als Symbol für einen, der unbedingt ein Hans Dampf sein möchte, auch wenn er den Lasten, die er sich aufbürdet, gar nicht gewachsen ist. Passt ganz gut zu meinem Lebensentwurf. Außerdem kommt mit der Musik ein bisschen Schwung in einen Nekrolog. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che falla, una bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, una bella volta, per carità. Figaro, son qua, hey, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, son come i fulmini, sono qua, conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non terrà. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città, della città, della città. Die neun Leben des Herrn F. heißt meine Autobiografie, aber nicht, weil ich mich wie eine Katze fühlte, die sich bekanntlich durch neun Leben schnurren muss. Katzen zählen auch gar nicht zu meinen Favoriten. Eher schon Mistkäfer, jedenfalls in meiner Zeit im Fernsehen. Mein Buch enthält aber tatsächlich neun verschiedene Leben, jedes davon mit Ortswechseln und Neuanfang, samt dem damit verbundenen Verlust an Bindungen und alten Freundschaften. Ich erinnere mich an viele Szenen der Jahre 1941 und 1942 als Vier- und als Fünfjähriger. Wir waren in die Eckelvilla umgezogen. Ein damals aufregend moderner Flachbau in idyllischer Hanglage am Dorfrand von Bischofshofen. Sichtbarer Beweis für die Klimmzüge meines Vaters auf der Nazi-Karriereleiter. Er bezog sein Gehalt zwar immer noch von der Eisenbahn, war aber jetzt Kreisgeschäftsführer der örtlichen NSDAP und damit Stellvertreter des Kreisleiters. Nur ein Ehrenamt, wie er immer wieder betonte. Auch noch zwei Jahrzehnte später, als es lang schon keine Ehre mehr war. Katja Ruppenthal. Da gab es diesen Bauernhof, wo wir die Milch holten. 100 Meter den Hang hinauf. Dessen Felder grenzten direkt an unseren Garten. Nur ein Drahtzaun dazwischen. Meine Mutter mochte keine Hunde, duldete aber ein Kaninchen. Es war Aufgabe meiner Schwester, 8 Jahre älter als ich, Hasenfutter zu besorgen. Nicht schwierig angesichts der üppigen Wiesen rundherum. Aber sie wollte sich die Aufgabe noch leichter machen, hob mich über den Zaun auf das bäuerliche Grundstück und hielt einen Beutel auf, in den ich Spinatblätter stopfen sollte. Da kam der Bauer. Ich hob meine Arme in der Hoffnung, meine Schwester würde mich retten und über den Zaun zurückheben. Aber sie rannte weg. Als der Bauer vor mir stand, erwartete ich, dass er mich töten würde. Aber er ließ mich leben, sagte nur, Rotzbur, Elendiger, und hob mich zurück auf unsere Seite des Zauns. Ich habe danach nie wieder Spinat gestohlen. Aber wir hatten auch nie wieder einen Hasen. Ich erinnere mich an Ingrid, die Tochter des Kreisleiters. Wenn unsere Eltern spazieren gingen, liefen wir voraus und sangen das Lied von Rosa Munde. Ich kannte den Text nicht, liebte aber das Wort Rosa Munde wegen der von der Musik erzwungenen Betonung auf der letzten Silbe. Rosa Munde. In meiner Vorstellung war das kein Mädchenname, sondern eine Warnung. Rosa Munde, im Sinne von Rosa, pass auf.
Ich fragte Ingrid damals, was Mondä heißt, worauf sie den kompletten Liedtext aufsagte. Aber ich verstand noch immer nicht, worum es ging, weil das dominante Mondä jeden Sinn zerriss. Statt einer Antwort fragte sie mich, ob ich sie heiraten wolle. Ich habe den Antrag abgelehnt, denn sie war Jahrgang 1936, also schon 6 und mir damit einfach zu alt. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Ja, danke, 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 Heino, wir haben verstanden. Wenn man von Osten kommt, fährt man gleich hinter der Ortseinfahrt Bischofshofens direkt an meinem alten Kindergarten vorbei. Man legte dort Wert auf deutsche Ordnung und deutsche Disziplin. In unangekündigten Abständen fanden Hygienekontrollen statt. Jedes Kind hatte ein sauberes Taschentuch mitzuführen und auf Aufforderung durch das Fräulein, so nannte man damals die Kindergärtnerin, für jedermann sichtbar zu schwenken. Ich hielt es aber nie mit der Hygiene, auch heute nicht, und hatte keins dabei. Zusammen mit 2 oder 3 anderen Rotznasen musste ich mich deshalb aufs Podium stellen. Die sauberen Kinder bildeten einen Kreis um uns, schwenkten ihre Tüchlein und schrien »Pfui, pfui, pfui!« Heute vermutet man, derlei könne die zarte Kinderseele zerstören, aber mir hat das nichts ausgemacht, glaube ich wenigstens. Obwohl, wieso kann ich mich nur an diese Szene im Kindergarten erinnern und an keine andere? Wir bauen eine Stadt, heißt dieses Kinderstück von Paul Hindemith. Und ich war dabei, mir eine Stadt, nein, eine Wunschwelt in der Musik aufzubauen. Mithilfe Hindemiths übrigens, denn es war dessen 2. Klaviersonate, die ich für die Aufnahmeprüfung ins Mozarteum ausgewählt hatte. Ich besuchte inzwischen das Salzburger Realgymnasium, das vorletzte Jahr vor der Matura, wie man in Österreich das Abitur nennt, und parallel dazu das heute hochrenommierte Mozarteum, damals noch ein schlichtes Konservatorium. Monatelang hatte ich hin und her überlegt, bei welchem der Tastentiger ich wohl die besten Chancen hätte. »Versuch's bei dem Neuen«, rieten wir Kollegen. »Er heißt Kurt Leimer und hat eben erst als Professor angefangen.« Von dem Neuen hatte ich schon gehört, allerdings, wie in Österreich üblich, nichts Gutes. Denn Paragraph 1 des ungeschriebenen Kulturgesetzes lautet dort: Einen Neuen muss man fertig machen. Ganz besonders, wenn er auch noch die Frechheit hat, Deutscher zu sein. Schließlich hat Österreich genug eigene Künstler, viel zu viele sogar, da braucht man keinen Import. Man munkelte sogar, der Neue habe sich die Professur erkauft. Nur über die Größenordnung der Bestechung war man sich uneins. Eine Waschmaschine für den Akademiepräsidenten, sagten die einen. Lächerlich, meinten die anderen, dafür wird man in Österreich nicht mal Volksschullehrer. Es müsse mindestens ein Mercedes gewesen sein. Mir waren die Gerüchte egal, weil ich eine ganz andere Überlegung hatte. Ein neuer Lehrer hat noch keine Schüler, also würde er seine Aufnahmekriterien bestimmt um ein paar Grade niedriger ansetzen. Im Frühjahr 1954 saß ich zitternd im Prüfungszimmer und begann mit der Hindemith-Sonate.
Zwei der damaligen Platzhirsche des Klavierfachs waren als Beisitzer anwesend. Der mürrische alte Heinz Scholz und der nervöse, zu Esoterik neigende Rolf Mädel. Dazu der Neue, der mich nachdenklich musterte, vermutlich überrascht, dass es tatsächlich jemanden gab, der zu ihm wollte. Er hatte ein glattes Gesicht und wirkte jünger als die ihm seit seiner Geburt zustehenden 35 Jahre. Man hätte meinen können, er wäre ebenfalls ein Prüfling. Das Hindemith-Stück schaffte ich pannenlos. Bei meiner Schwachstelle, dem Blattspiel, stümperte ich aber fürchterlich. Deutlicher als nötig zuckten die Beisitzer bei jedem Misston mit den Augenbrauen, um anzudeuten, wie sehr sie litten. Dabei streiften sie den neuen Kollegen mit mitleidigen Seitenblicken, die besagten: Glückwunsch zu diesem Traum von Schüler. Kurt Leimer lächelte vor sich hin und ich fühlte mich elend. Ich wusste, ich hatte es versemmelt. Beratungspause. Die doppelt gepolsterten Türen, wie sie auch heute noch im Stammhaus des alten Mozarteums vorhanden sind, um zu verhindern, dass junge Tenöre mit ihrem hohen C die Umwelt verschmutzen, dämpften jeden Laut und ließen mich im Ungewissen, ob ich nur abgelehnt oder zusätzlich auch verspottet wurde. Dann wurde ich zurückgerufen und Leimer empfing mich zum Einzelgespräch. »Sie spielen mit dem Kopf, nicht mit dem Körper«, sagte er. »Das müssen wir ändern.« Bis heute kann ich es nicht fassen. Der Neue hatte mich tatsächlich genommen. Zwar nicht in der Ausbildungsklasse, wie erhofft. Dagegen hatten, wie ich später erfuhr, die beiden Mitprüfer ihr Veto eingelegt. Aber immerhin kam ich in die Vorbildung 3, die Stufe davor. Tja, und da war auch noch die Sache mit dem Geld. Kurt Leimer war reich, sagenhaft reich. Aber das interessierte mich zunächst ebenso wenig wie die Gerüchte, die es um sein Vermögen gab. Da mein Vater für alles Nötige sorgte, gab es weder Grund noch Anreiz, eigenes Geld zu verdienen. Die humanistische Schulbildung tat das Übrige. Keine einzige Stunde in Sozial- oder Wirtschaftskunde. Meine Geborgenheit im sozialen Netz wirkte wie eine Augenbinde und machte mich blind für den praktischen Alltag. Ich erinnere mich, wie fassungslos ich 5 Jahre später war, als mir bei meinem ersten Job in New York 3 Fehltage wegen Krankheit vom Gehalt abgezogen wurden. In aller Unschuld hatte ich gedacht, ein Arbeitgeber hätte immer Geld zu haben. Mein Lehrer hatte immer Geld. Meine Begegnung mit Kurt Leimer war, als würde ich eine neue Welt betreten, wie Alice damals, als sie durch den Spiegel ins Wunderland sprang. Zunächst die Überraschung. Er unterrichtete nicht im Mozarteum, sondern in einem Studio, das er in einem luxuriösen Bürohaus gemietet hatte. 2 neue Klaviere standen drin, ein nagelneuer Bösendorfer und ein noch neuerer Steinway. Und an den Wänden hingen düstere, alte Meister im Goldrahmen. Vielleicht keine unbezahlbaren Museumsstücke, aber edel genug, um eine größere Verwandtschaft zu veranlassen, in Hoffnung auf das Erbe, lebenslang nett zu Opa zu sein. Das war meine erste Lektion. Reiche Leute kaufen Einrichtungen, die beim Auszug nicht im Sperrmüll landen, sondern hinterher wertvoller sind als vorher. Die 2. Lektion, Großzügigkeit ist kein Geschenk, sondern eine Investition. Schon als er mich zum ersten Mal zum Essen einlud, merkte ich den Unterschied. Trinkgeld gab er immer im Plural. Und zwar nicht als Aufrundung einer Rechnung, sondern mit persönlich verteilten Scheinen für jeden, vom Türsteher bis zum Maître. Niemals Münzen, immer Scheine. Danach brauchte er nie mehr zu reservieren. Betrat er ein Lokal, in dem er vorher schon mal war, verschwanden Reserviertschilder wie von Zauberhand von den Tischen und ein lachender Besitzer eilte ihm mit ausgestreckten Armen entgegen. Erwartungen schaffen und sie übererfüllen, heißt das Gleitmittel des Reichtums, und darin war mein Klavierlehrer Meister. Die 3. Lektion in meinem Schnellkurs über Geld und Macht war die spannendste. Reiche Leute können sich jederzeit freikaufen, zeitlich wie moralisch. Dies geschah gleich bei meiner 3. oder 4. Unterrichtsstunde, als ich an der Studiotür klingelte. Der Professor öffnete erst nach einer Weile. Ich hatte ihn wohl aus dem Bett geholt. Er war unrasiert und sah blass und verkatert aus. »Ich bin krank«, murmelte er und drückte mir einen Geldschein in die Hand. »Machen Sie sich einen schönen Tag.« Er schloss die Tür, bevor ich ein Wort sagen konnte. Es war ein unbekannter Geldschein, den ich in der Hand hielt, und ich betrachtete ihn genauer. 100 Schweizer Franken. Ein solider Wochenlohn damals. »Sie spielen mit dem Kopf, nicht mit dem Körper«, hatte er bei der Aufnahmeprüfung gesagt, und von der ersten Stunde an setzte er den Satz um.
Noch bevor ich auf dem edlen Steinway eine Taste drücken durfte, lag ich auf dem Boden und musste Liegestützen machen. Schade, dass ich diesen Teil seines Unterrichts nur halbherzig befolgte und damit ein weiterer der vielen Gründe, warum kein ordentlicher Klavierspieler aus mir wurde. Trotzdem, am Ende meines ersten Studienjahres schrieb er ein sehr gut ins Zeugnis. Jetzt möchte ich Ihnen vorführen, was ich von ihm gelernt habe. Auch wenn das Klavierkonzert von Aram Khachaturian nicht unbedingt zu den Sternstunden der Musik gehört, aber ich habe es gespielt, mit meinen eigenen Händen, im kleinen Saal des Mozarteums. Mein Klavierlehrer meinte damals, es sei genau das Richtige für mich, effektiv, aber nicht wirklich schwer, auch wenn es bombastisch klingt. Und ja, die eine oder andere Note an kniffligen Stellen, die könnte ich ruhig weglassen, andere Virtuosen täten das auch. Naja, nicht unbedingt ein Kompliment. Aber ich habe es geschafft, den ganzen ersten Satz, wenn auch damals nur in der Fassung für zwei Klaviere. Hören Sie diesen Satz jetzt in voller Orchesterpracht und tun Sie mir bitte den Gefallen, stellen Sie sich vor, dass ich das bin, der in den Tasten wühlt. Ich verschweige Ihnen deshalb auch den Solisten, auch wenn der mit Sicherheit um einiges besser war als ich. Hören Sie die Schlusskadenz des ersten Satzes und den doch recht wirkungsvollen Schluss. Wahnsinn, ne? Wahnsinn! Es gab mindestens drei Bravo-Rufe. 1960 bin ich in mein viertes Leben gezogen nach New York. Zur Hälfte der Liebe wegen,
als ich am Mozarteum eine amerikanische Austauschstudentin kennenlernte und wir beide am Ende ihres Salzburger Jahres zur Überzeugung gelangten, unser Leben, oder ein Stück davon, wie sich später herausstellte, gemeinsam verbringen zu wollen. Der andere Grund aber war die Flucht vor dem Vater, der als Fremder in mein Leben zurückgekommen war und bis zu seinem Tod für mich ein Fremder bleiben würde. Jetzt aber, im Oktober 1960, war ich in New York angekommen. Nur wenige Wochen vor der Wahl John F. Kennedys zum neuen Präsidenten. Bei der damals noch recht rührigen deutschsprachigen Tageszeitung mit dem altmodisch gestellten Namen New Yorker Staatszeitung und Herold hatte ich mir den idealen Job für das nächste Jahrzehnt geangelt. Anfangs als Hafenreporter, am Ende als Chefredakteur. Zwei Episoden aus dieser Zeit möchte ich Ihnen schildern, weil sie so typisch waren für meine Bereitschaft, die alte Welt komplett hinter mir zu lassen und das zu werden, was man, Sie merken, ich zögere, einen guten Amerikaner nennt. Ich wurde aber dann doch keiner und floh am Ende zurück ins Abendland. Mein erstes Auto heißt die eine Episode, die andere mein erstes Haus. 25 bin ich jetzt zwar schon, aber gerade noch jung genug für die abenteuerlustige Stimme von Jean-Paul Beck. Einen Schönheitsfehler gab es bei meinem neuen Job. Die Distanz zwischen Wohnung und Zeitung war jetzt so groß, dass sie nur per Auto zu überwinden war. Also musste eins her. Und wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, ist das Thema »Mein erstes Auto« immer auch ein Psychotest. Denn ich kaufte das gleiche Modell, das mein Vater in Salzburg besessen und mir so oft geliehen hatte. Und entlarvte mich damit als sentimentaler Spießer. Einen Opel Rekord, ziemlich gebraucht aus einer Werkstatt in der Nähe der Zeitung. Isis Foreign Cars stand großspurig über einer Klitsche, die aus nicht viel mehr bestand als einer größeren Garage. Issi gehörte zu den Schlitzohren der sympathischen Art, auf die ich immer wieder reinfalle. Er schielte und wirkte dadurch noch verlogener, als er es ohnehin schon war. Bestzustand, hatte er beim Kauf geschworen, aber alle paar Wochen stand ich in seiner Garage. Und so entwickelte sich die Beziehung zwischen Auto und mir zur klassischen Tragödie der längst erkalteten, aber aus Gewohnheit weitergeführten ersten Liebe. »Läuft wie neu«, schwor Issi nach jeder Reparatur, und ich fragte das Auto, »Liebst du mich noch?« »Ja«, jubelte der blaue Opel, betrog mich aber schon nach wenigen Kilometern und blieb stehen. Eines Tages, 2 oder 3 Jahre später, tat es auf dem Grand Central Expressway einen Knall und aus der Motorhaube stieg blauer Rauch. »Kolbenfresser«, lautete Issis Diagnose, und das war das Ende unserer Beziehung. Aber als ich mich von dem Schrotthaufen für immer verabschiedete, hatte ich Tränen in den Augen. »Lachen Sie ruhig. Ich wette, es ist Ihnen beim ersten Auto genauso ergangen. Vorausgesetzt, Sie sind älter als 50 und entstammen damit noch einer Zeit, in der das erste Auto Teil Ihrer Identität war.« Beim ersten Haus war die Sache ein wenig komplizierter, aber nicht wirklich. Meine Zeitungskollegen sagten mir, wie ich vorgehen musste, denn der amerikanische Weg zum Hauseigentum war ein klar vorgezeichnetes Ritual. Erst musste man sich von einer Bank Geld ausleihen, das man nicht brauchte, und dieses pünktlich in 12 Monatsraten zurückzahlen. Dadurch hatte man zwar 1 Jahr verloren, galt aber nunmehr als kreditwürdig für eine Hypothek von 80% des Kaufpreises, sofern man die restlichen 20 in bar zahlen konnte. $5.000 zahlten wir an, damals noch ein Haufen Geld, und im Frühjahr 1965 zogen wir ein. In einen klassischen Holzbungalow der Vorstadt, eine gute Autostunde von Manhattan entfernt, an der Grenze des Stadtteils Queens zum Nassau County auf Long Island, auf einem Grundstück von etwa 400 Quadratmetern. Hinter dem Haus lag ein kleiner Garten. Jeden Winter gelobten wir, dort Gemüse anzubauen. Jedes Frühjahr hatten wir den Schwur vergessen. Umzäunung gab es keine, denn nach den ungeschriebenen Vorstadtregeln Amerikas gilt ein Zaun als Zeichen des Misstrauens gegen seine Nachbarn. Da es aber rundherum nur nette Leute gab, hatten wir dazu nicht den geringsten Grund. Rechts Franco aus Italien mit seiner Frau Conny und der kleinen Melissa. Dazu der Wachhund Lucky, ein Beagle-Verschnitt, dessen überlange Schlappohren man beim Füttern festhalten musste, weil er so gierig war, dass er sonst die Ohren mitgefressen hätte. Seine Hütte stand direkt vor unserer Seitentür, und weil ich gelegentlich beim Ohrenhalten half, wurden wir schnell Freunde. Einmal habe ich Lucky das Leben gerettet. Im Winter, als ein heftiger Blizzard so hohe Schneeverwehungen anhäufte, dass er samt Hütte komplett verschwunden war.
Ich hörte ihn jaulen und schaufelte ihn frei. Aus Dankbarkeit bellte er fortan nachts besonders oft, wahrscheinlich, weil er sich jetzt auch als unser Wachhund fühlte. Franco war Hausmeister in einem Krankenhaus, legte aber großen Wert darauf, dass er dort nicht als Arbeiter, sondern als Executive gelte, als Teil der Chefetage also. Sein ganzer Stolz war ein Buick mit Klimaanlage, was damals in den 60ern noch was Besonderes war. An heißen Tagen, wie sie im New Yorker Sommer nicht selten sind, setzte er sich hinein und ließ Motor und Klimaanlage laufen. Immer allein, nie mit Familie. Und niemals benutzte er das Auto zum Fahren. Jedenfalls habe ich ihn nie damit auf der Straße gesehen. Conny wiederum hatte es mit der Müllabfuhr, die jeden Dienstag laut und klappernd durch unsere Straße fuhr. Sobald sich die Karre näherte, spielte sich stets die gleiche bizarre Szene ab. Conny sprang im wehenden Morgenrock aus der Haustür und schob lachend und scherzend den Kerlen in ihren schmutzig-grauen Uniformen die Mülltonne entgegen. Erregt tänzelte sie auf dem Gehsteig, wenn der Abfall in den Wagen gekippt wurde, und lange schaute sie ihm nach, auch wenn er längst um die Ecke gebogen war. Bis heute kann ich nicht einordnen, was in ihr vorging. War ich zufällig Zeuge einer neuen, bisher unbekannten Lust? Kloakophilie? Der Wunsch nach Sex auf der Müllhalde? Lassen Sie mich ausnahmsweise ein bisschen sentimental werden. Mit dem Anfang des zweiten Satzes von Dvoraks Sinfonie aus der neuen Welt, gewidmet meinem ersten Auto und meinem ersten Haus. Nun gehörte sich das Verstorbene was Sinnvolles hinterlassen. Einen Hinweis, wo das Bargeld versteckt ist, einen Vorschlag, wie man die Welt verbessern könnte oder wenigstens einen guten Rat. Der meine besteht darin, dass ich in New York gelernt habe, wie man die Angst besiegt. Naja, besiegt ist ein bisschen übertrieben. Sagen wir lieber, wie man Angst unter Kontrolle hält. Denn ganz plötzlich sprang sie mich eines Tages an. Panik und herzrasendes Gefühl in der U-Bahn oder in geschlossenen Räumen, ohne Fluchtmöglichkeit in Ohnmacht zu fallen. Attacken, die mich ohne Vorwarnung überfielen, sogar auf dem Friseurstuhl. Zwar wimmelte es in der Stadt von Psychiatern freudscher Schule, die bereit waren, einen für die nächsten Jahrzehnte in als Therapie maskierte Geiselhaft zu nehmen, aber das, was man heute Angststörungen nennt, war damals Niemandsland. Hick
Sunt Draconis stand in den altrömischen Weltkarten, wenn ein Gebiet unerforscht war, hier hausen die Drachen. Jetzt hausten die Drachen in meinem Kopf. Ich schlich zum nächsten Doktor und fand bei ihm zwar keine Heilung, aber eine praktische Lösung. In der klassischen Musik entdeckten wir eine Gemeinsamkeit und im Spaß am Tischlern sogar die Basis für eine Kumpanei. Fortan hämmerten wir abwechselnd bei ihm und bei mir, und weil das Hypochondergesetz besagt, im Beisein eines Arztes stirbt man nicht, verbrachte ich so viel Zeit wie möglich in seiner Nähe, im beruhigenden Wissen, dass im Ernstfall der Notarzt neben mir steht. Eine Heilung war das nicht, aber eine praktische, gut funktionierende Lösung. Bis zu dem Tag, als ich merkte, dass mir die Ängste gefolgt waren nach Frankfurt in meinen neuen Job als Leiter eines Buchverlags. Die Ängste, die mir in New York so heftig zugesetzt hatten, schienen dort geblieben zu sein. Dafür überraschte mich in Frankfurt eine neue Flugangst. Erste Anzeichen hatte ich schon in Amerika gespürt, als ich in meinem letzten Zeitungsjahr mit allerlei Aufträgen kreuz und quer durchs Land jagte. Der neunstündige, von Herbststürmen gebeutelte Weg zurück nach Europa wurde vollends zur Qual. Offenbar war mein zweites Ich, der Kontrollfreak, absolut nicht damit einverstanden, mein Schicksal einem Unbekannten vorne im Cockpit zu überlassen. Schon bei der Buchung begann mein Herz schneller zu schlagen, und im Flugzeug krallte ich mich an den Sitzlehnen fest und steuerte mit dem Körper jeder Flugbewegung entgegen, als könne man Luftlöcher auf diese Weise ausgleichen. Heute gibt es Verhaltenstherapien für solche Ängste. Damals musste ich mir selber helfen. Also machte ich den Pilotenschein. Ich wollte endlich wissen, wie dieser Zaubertrick funktioniert, tonnenschwere Dinger in die Luft zu heben und viel wichtiger noch, wie man damit heil wieder runterkommt, mit eigenen Händen, nicht passiv und angeschnallt hinten im Rumpf. Wissen ist Macht, lehrte uns Francis Bacon, der englische Philosoph des 16. Jahrhunderts. Und Herbert Feuerstein, der deutsche Flugschüler von 1971, ergänzt: Wissen ist das wirksamste Mittel gegen Angst vor dem Unbekannten. In Egelsbach, ein paar Kilometer südlich von Frankfurt, gibt es einen kleinen Flugplatz samt Flugschule. Dort meldete ich mich an, büffelte die Theoriefächer Navigation, Luftrecht, Technik und Meteorologie und wartete gespannt auf den Urknall des Selbermachens, meine erste Flugstunde. Das Gerät dazu sah aus wie ein blecherner Grashüpfer, die C-150, das klassische zweisitzige Schulflugzeug der Marke Cessna. Und bitte sagen Sie niemals Cessna dazu. Die Maschine kommt nicht aus Tschechien, sondern aus den USA. Cessna heißt das, mit einem liebevoll zärtlichen, nur ein bisschen scharfen S vorneweg. Den ersten Flug mit Lehrer habe ich vergessen, denn er ist unspektakulär. Der Lehrer startet, landet und nörgelt, während man oben das Gefühl für Ruder und Klappen entwickeln soll und dabei merkt, wie schwer es ist, in Kurven die gewünschte Flughöhe zu halten. Umso spannender dann der erste Alleinflug, wenn man das wahre Geheimnis des Fliegens entdeckt. Man muss seine Sache zu Ende führen. Es gibt kein Ausweichen, rechts ranfahren und warten, bis es nicht mehr schneit. Es gibt nur die Landung am Ende des Wegs. Angstmacher und Angstbrecher zugleich. Und ein starkes Glücksgefühl am Ende, ein kleiner Rausch. Mein Fluglehrer war seinen markigen Sprüchen nach vermutlich ein Ex-Kampfflieger aus der Kriegszeit. »Die Luft ist stark bleihaltig«, sagte er, wenn sich außer uns auch noch andere Flieger in die Platzrunde eingereiht hatten. Und die Wetterkunde nannte er Meteorologie und lachte jedes Mal meckernd über sein Wortspiel. Zum Üben von Volkreisen lotste er mich über eine nahe Kiesgrube mit Nacktbadestrand, wo ich heftig mit dem bockigen Grashüpfer zu kämpfen hatte, um die korrekte Höhe zu halten, weil sich mein Lehrer mit dem ganzen Gewicht seines Körpers auf die andere Seite drückte und mit dem Fernglas die Badenden gustierte. »Schmeißt mir eine Nackerte rauf!« schrie er dann immer. Ich nahm die Fliegerei ernst. Ewige Platzrunden, also starten, nach bestimmten Regeln rund um den Platz fliegen, landen und sofort zur nächsten Runde durchstarten. Dazwischen simulierte Notlandungen, bei denen der Gashebel auf Leerlauf gestellt wird und man nur mit den Segeleigenschaften des Flugzeugs landen muss. Oder soll, denn bei den ersten Versuchen klappt sowas nie. Tja, und dann baute ich kurz vor der Prüfung auch noch einen Unfall. Ich war nach einer Platzrunde gerade gelandet und hatte zum Durchstarten den Gashebel auf volle Leistung geschoben, als mich eine seitliche Windböe an den linken Rand der Startbahn drängte.
Da erlebte ich genau diesen Aussetzer, den man beim Fliegen nicht haben darf. Ich tat nichts. 2 oder 3 elendlange Sekunden lang war ich vor Schreck gelähmt, während das Flugzeug die damals nur 900 Meter lange Piste voranjagte. Als es plötzlich heftig zu holpern begann, spürte ich, dass ich vom Asphalt auf die Wiese geraten war. Ich weiß noch, dass ich »Ui« und »Oh« schrie, wie vor der Steilkurve einer Achterbahn. Und erst dann, jawohl, erst dann riss ich den Gashebel auf Leerlauf und kam im hohen Gras zum Stehen. Verdattert und mit weichen Knien saß ich da, als auch schon der Geländewagen des Tower neben mir hielt. Irrtümlich feierte man mich als Held, weil man annahm, bei der Landung wäre ein Reifen geplatzt und ich hätte durch gutes Reagieren Schlimmeres verhindert. Aber als man feststellte, dass der Reifenschaden entstanden war, weil ich außer viel Gras auch ein Positionslicht neben der Piste umgemäht hatte, wurde ich schnell als Stümper entlarvt. Doch hatte der Zwischenfall sein Gutes. Er lehrte mich Respekt. Die theoretische Prüfung bestand ich problemlos. Ich wusste sogar im Fach Verhalten in besonderen Fällen die korrekte Antwort auf eine so idiotische Frage, dass ich sie bis heute nicht vergessen kann. Was tut man nach dem Eisregen, wenn der Boden so rutschig ist, dass man das Flugzeug weder ziehen noch schieben kann? Antwort: Man zieht die Schuhe und Socken aus, danach die Schuhe wieder an und die Socken über die Schuhe. So findet man Halt auf Glatteis. Aha. Ein paar Tage später folgte der erforderliche Dreiecks-Alleinflug. Aufregende 150 Kilometer nach Worms und Speyer, gefolgt von der praktischen Prüfung. Am 22. April 1971 erhielt ich den Luftfahrerschein für Privatluftfahrzeugführer. Die amtliche Urkunde für meine Verwandlung in einen Vogel. Mein erster Auslandsflug führte nach Salzburg. Später folgten Wien, Klagenfurt, Graz und Innsbruck und natürlich mein Geburtsort Zell am See. Dort, in den Alpentälern, entdeckte ich die Jodelgrenze, diesen inneren Höhenmesser in mir. Sobald ich höher als 3000 Meter stieg, überfiel mich durch den abnehmenden Sauerstoffgehalt der Luft das zwingende Bedürfnis zu jodeln, als Warnsignal und Mahnung, möglichst rasch ein paar hundert Meter zu sinken, bevor mich der Höhenkoller zu Loopings und Spaziergängen auf der Tragfläche verleiten würde. Sie hören es. Die Erinnerungen an meine Fliegerzeit lösen bei mir unweigerlich einen nahen Verwandten der Jodelgrenze aus, den Erzählrausch, bei akutem Auftreten auch Wortdurchfall genannt. Also fasse ich zusammen. Am 18. Juni 1989 gab es den letzten Eintrag in meinem Flugbuch. Da war ich schon reichlich über 50 und hatte 560 Stunden oder 33.000 Minuten meines Lebens in der Luft verbracht. Vom Flugplatz war ich längst weggezogen und nach 2 Jahren Nichtfliegens war mein Flugschein verfallen, wie es nun mal Vorschrift ist. Wenn Sie aber glauben, das sei das Ende meiner Luftabenteuer gewesen, Irrtum. Längst hatte eine zweite Phase begonnen. In den USA, in Afrika und wo immer auf der Welt es möglich war, charterte ich nicht nur das Flugzeug, sondern auch einen Piloten mit Fluglehrerberechtigung. Der saß dann auf dem rechten Sitz und durfte mit mehr oder weniger Begeisterung zuschauen, was ich links auf dem Pilotenplatz trieb. Thank you.
ich weiß. Die Musik eben war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Rimski-Korsakows Hummelflug, gespielt von einem Tuba-Quartett, also dreimal Bass und einmal Kontrabass-Tuba, dieser glänzende gelbe Hochofen, den man sonst höchstens mal bei Wagner tiefsinnig furzen hört. Mit anderen Worten, die richtige Untermalung für meine Flugkünste. Allerdings habe ich damit mein fünftes Leben übersprungen, in dem aus dem Journalisten, der Leiter eines deutschen Buchverlags geworden war, zwar ohne jede Berufserfahrung, aber noch in Amerika für ein Spitzengehalt angeworben. Tja, wieso eigentlich? Vermutlich deshalb, weil ich gerade 9 Jahre in New York verbracht hatte und lebend zurückgekommen war. Aus europäischer Sicht von damals die Erfolgsgarantie für alle Berufe. Von diesen 3 spannenden Jahren in Frankfurt will ich Ihnen unbedingt noch ein bisschen erzählen. Ich könnte so anfangen. Ich war der Chef und hatte keine Ahnung. Das klänge nach Draufgängerkarriere, nach dem Motto, Erfolgsmenschen brauchen keine Ausbildung. Aber das stimmt nicht. In Wahrheit war ich zwar Leiter des Buchverlags Wermeier und Nickel, war aber zutiefst verunsichert. Mit Schaudern erinnere ich mich an die erste Audienz beim Seniorchef Wermeier. Im Buchgeschäft ist alles eine Frage der Kalkulation, meinte er. Und ich erwiderte, das würde ich natürlich genauso sehen, hatte aber das Wort Kalkulation in Verbindung mit Büchern zum ersten Mal gehört. Tagelang grübelte ich, wie man den Erfolg eines Buchs kalkulieren könne. Und noch heute beschleunigt sich mein Herzschlag, wenn jemand von Kalkulation redet. Kurz vor meinem Amtsantritt hatte Verleger Hans Nickel einen neuen Autor an Land gezogen, den Grazer Wolfgang Bauer. Nicht mal 30 Jahre alt, aber mit seinem Popdrama Magic Afternoon damals einer der meist aufgeführten Theaterautoren. Bauer war körperlich mein Gegenpol. Robust und stämmig, direkt und kernig, grob bei Bedarf und ein Frauenheld großen Stils. Gemeinsam wirkten wir wie dick und doof als Intellektuelle. Trotzdem, oder gerade deshalb, verstanden wir uns von der ersten Minute an prächtig. Denn beide trugen wir dieses österreichische Anarcho-Gen in uns, das ich später in meiner Fernsehzeit gründlich ausleben würde. Den Anfang machte ich bei ihm. Er hatte ein paar parodistische Gedichte mitgebracht, Antigedichte voller geheuchelter Wut, falschem Pathos und Appelle zur Weltverbesserung, wie sie jeder Lyrikverlag zu Hunderten angeboten erhält. Daraus machten wir ein Büchlein, Das stille Schilf, Untertitel Das schlechteste von Wolfgang Bauer. Natürlich brachte ich mich auch selber ein. Auf einer dem Buch beigelegten Schallfolie schnulzte ich auf einem transportablen Keyboard mit Orgelgejaule die schlechteste Musik dazu. Damit zogen wir auf Tour. Wolfi Bauer las, ich improvisierte die Musik zum Gedicht. Höhepunkt war eine Sonntagsmatinee im Landestheater Hannover, wo Magic Afternoon vor einem Jahr eben erst uraufgeführt worden war. Entsprechend hoch war die Erwartung, zumal der Intendant im Anschluss eine Publikumsdiskussion angekündigt hatte. 800 Zuschauer waren gekommen. Einer fehlte, Wolfgang Bauer. Am Vorabend war er ins Nachtleben eingetaucht, wie so oft, wenn wir unterwegs waren, und hatte sich darin wohl verirrt. »Dann fangen wir eben ohne Musik an«, sagte der Intendant und lief los, um die einschlägigen Kneipen nach dem fehlenden Dramatiker zu durchkämmen. Kaum war der Intendant weg, tauchte Bauer auf. Unversehrt, aber mit rotem Kopf und glasigem Blick. Während andere jetzt den Intendanten suchten, begannen wir unsere Show, wie immer. Ich schleppte mein Keyboard auf die Bühne und jaulte meine schwelgerisch-sentimentale Eröffnung im Kirchenorgelklang. Dann sagte ich Wolfgang Bauer an, der auf die Bühne lief, stolperte und der Länge nach hinfiel. Das hatte er bisher noch nie getan, weshalb ich vermute, er sei wirklich gestolpert, obwohl er hinterher behauptete, das wäre seine neue Auftrittsvariante. Der Rest war Routine. Bauer las seine Gedichte, ich orgelte die Musik dazu und das Publikum reagierte ratlos, wie immer. Auch der Schluss war wie immer. Bauer verbeugte sich pathetisch und verlor dabei seine Hose. Warum ich das so ausführlich schildere? Weil ich Wolfgang Bauer mit dieser Episode besser beschreiben kann als durch jedes Psychogramm. Er zählte sich zu den jungen Wilden, zu Leuten, die nicht hinterfragten, sondern handelten, notfalls durch Zerstörung. Eine spätere, für ihn typische Aktion nannte sich Hunger Biafra,
von Gutmenschen zunächst missverstanden als Hilfsaktion für eine notleidende afrikanische Volksgruppe. Aber wer die Veranstaltung besuchte, erlebte vier Kerle, angeführt von Bauer, die auf der Bühne nichts anderes taten als saufen und fressen. Das gab Ärger bis hin zu Handgreiflichkeiten. Aber jetzt ehrlich, gibt es ein besseres Bild für Europa in seiner Rolle als Nothelfer? Ein paar Monate später lag ein Manuskriptbündel auf meinem Schreibtisch. Interessant, aber wohl nichts für uns, hieß es auf dem beigefügten Zettel des Lektorats. Es war keine leichte Lektüre, Kleinschreibung unter Missachtung der Kommaregeln, Austriazismen, Wendungen in Comic-Manier, Erzählfluss ohne erkennbares Ziel. Der Lektor hatte recht, nichts für ein linksliberales, satirisches Buchprogramm, viel zu experimentell und zu spröde. Andererseits aber auch wieder zu interessant, um es zu verwerfen, denn ich verehrte Sprachkünstler wie Ernst Jandl und H.C. Artmann und hatte mit Wolfgang Bauer gerade ein deftiges Stück österreichischer Gegenwart erlebt. Also schrieb ich der jungen Autorin die Wahrheit, wir seien kein literarischer Verlag, Rowohlt würde besser zu ihr passen, aber gern möchten wir mit ihr in Kontakt bleiben, falls sie mal satirische Beiträge für Pardon anzubieten hätte. Elfriede Jelinek war ihr Name, gerade 24 Jahre alt, und Rowohlt nahm sie tatsächlich ins Programm. Für Pardon schrieb sie nichts, aber wir blieben in Kontakt. Es wurde sogar eine Freundschaft daraus, nicht unähnlich jener mit Wolfgang Bauer. Sympathie, Vertrauen, sogar Herzlichkeit, aber mit Distanz. Viele Briefe haben wir in den ersten Jahren gewechselt, die persönliche Begegnung fand dann an historischer Stelle statt. Im Café Havelka, wo ich einst kreatives Gammeln studiert hatte, das Hauptfach meines Lebens. Mich faszinierte ihre Widersprüchlichkeit. Elegant, ja luxuriös gekleidet, zugleich Mitglied der Kommunistischen Partei. Sühnedienst nannte sie das Letztere. Ich fragte nicht nach, weil ich nur zu gut weiß, wie unerklärbar Schuldgefühle sind. In den 90er Jahren begannen viele meiner alten Kontakte auszutrocknen, vor allem mit Freunden aus der Welt der Kunst. Meine Fernsehzeit hatte begonnen, meine Vermietung von Körper und Geist. Wahrscheinlich schämte ich mich dafür, ohne es zugeben zu wollen. 1995 gab es die letzte persönliche Begegnung mit Elfriede Jelinek. Ich kam in Begleitung einer Frau, die von zunehmender Bedeutung für mich geworden war, und wollte Elfriedes Urteil hören. Denn oft hatten wir in der Vergangenheit über private, auch intime Dinge gesprochen. Ihre Meinung war mir immer wichtig. Jetzt saßen wir im Kaffeestübchen des Hotel Imperial, umgeben von pensionierten Hofräten und Witwen, die an ihren Erinnerungen zehrten und dabei Cremetorten löffelten. Heirate sie, sagte Elfriede hinterher und stiftete damit meine dritte und letzte Ehe. Allein dafür hätte sie den Nobelpreis für zwischenmenschliche Chemie verdient. Sie erhielt ihn 9 Jahre später im Fach Literatur. Natürlich habe ich ihr im Oktober 2004 meine Glückwünsche geschickt, vergaß aber nicht anzudeuten, dass sie den Nobelpreis mir zu verdanken hat. Als du damals deine ersten Manuskripte an Bermeier und Nickel geschickt hast, habe ich sie abgelehnt und dich dadurch gezwungen, einen richtigen Verlag zu finden und damit eine richtige literarische Karriere einzuschlagen. Wärst du bei uns geblieben, wärst du heute Klatschkolumnistin bei der Bunten. Da ist sowas dran, oder? Thank you.
Bachs zwischen Toccata und Fuge nachträglich eingefügtes Adagio, Bachwerkeverzeichnis 564, als Übergang in mein sechstes Leben als Macher der Satirezeitschrift Mad, das mit mehr als 2 Jahrzehnten nicht nur mein längstes war, sondern bestimmt auch das wichtigste. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich Mad mit Orgeltönen einleite, ich war inzwischen samt meiner Zeitschrift in ein Dörfchen im Odenwald übersiedelt und übte dort den ehrenamtlichen Nebenjob als Dorforganist aus, natürlich nur zu den hohen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten, oder wenn mal eine Hochzeit angesagt war. Übrigens als einziger Atheist in einer kreuzbraven, frommen Gemeinde. Der Buchverlag in Frankfurt hatte inzwischen Konkurs gemacht, trotz meiner größten Anstrengungen, vielleicht gerade deshalb. Wie ein vergessenes Möbelstück saß ich in einem leeren Zimmer, als mich das Klingeln des Telefons aus der Liturgie aufschreckte. Ein Anruf, der mein Leben komplett verändern würde. Und weil ich mich jetzt schon an mein 4. Jahrzehnt ranschleiche, brauche ich dringend eine neue Stimme. Bodo Primus ist so freundlich und leiht sie mir. Ich rufe aus Aachen an, vom Bildschriftenverlag. Ich bin der Herstellungsleiter, sagte ein gemütlich klingender Unbekannter. Wir machen eine Menge Comics, haben aber ein Problem, weil unser Übersetzer immer zu spät abliefert. Den hätte er deshalb gefeuert, erzählte er weiter, und jetzt suche er jemanden, der diesen Job übernehmen könne, und zwar pünktlich. Ihr macht doch auch so satirischen Kram. Vielleicht kennt ihr wen. Ich musste mich beherrschen, damit er mich nicht durchs Telefon vor Aufregung keuchen hörte. In New York hatte ich das Magazin kennengelernt. Ich liebte dessen Anarchie, seine Bosheit und den schwarzen Humor über alles. Und jetzt klopften die bei mir an. »Moment«, sagte ich, »ich frag mal rum. Bitte bleiben Sie dran.« Ich legte den Hörer auf den Schreibtisch und trampelte ein wenig auf dem Boden herum, als würde ich das Zimmer verlassen. Jeder Tatortskommissar hätte das Manöver durchschaut, denn ich war viel zu früh wieder zurück. »Ja, wir hätten jemanden«, sagte ich. »Er heißt Herbert Feuerstein, und wenn Sie mir Ihre Nummer geben, ruft er Sie zurück. Er kann jetzt gerade nicht.« Eigentlich wollte ich mit dem Rückruf einen halben Tag warten, um sicherzugehen, dass er bis dahin meine Stimme vergessen hatte. Doch packte mich die Angst, er könne anderswo anrufen und einem schnell Entschlossenen den Zuschlag erteilen. Also meldete ich mich schon nach wenigen Minuten. Er schien es ziemlich eilig zu haben, denn als ich ihn mit Lebenslauf und bisherigen Taten beeindrucken wollte, hörte er gar nicht zu. Ob er nach Frankfurt kommen könne, um die Modalitäten zu bereden? Ich tat, als würde ich in einem dicken Terminkalender blättern. »Ja, übermorgen ginge«, sagte ich. Pünktlich um 14 Uhr stand er vor der Tür. Ein netter, rundlicher Typ mittleren Alters. Mein Rettungsengel, dem ich mein 6. und längstes Leben verdanke. Über 20 Jahre sollte es wären. In der Rückschau sehe ich es als mein eigentliches Lebenswerk. Ich bot ihm Kuchen zum Tee, aber er wollte lieber ein Stück vom Schafskäse, einem großen Laib, den er in meiner Küche gesehen und gerochen hatte. Ich servierte ihn mit Bauernbrot und Butter, eigentlich bestimmt für mein Abendessen. Als wir uns einig waren, hatte er den ganzen Schafskäse aufgefressen. Ich hatte jetzt zwar kein Abendessen mehr, dafür aber einen neuen Job. Als deutscher Vormund von Alfred E. Neumann. Sie wissen schon, dem grinsenden Dämon mit der Zahnlücke. Im Januar 1972, in Heft Nummer 32, stand zum ersten Mal mein Name im Impressum von Mad, zusammen mit dem von Lutz Reinecke, dem Assistenten des Verlegers Hans Nickel, der nach der Verlagspleite ebenfalls ohne Job war. Ich war für die Textarbeit zuständig, er für die Organisation. Da wir pünktlich ablieferten und sich niemand vom Verlag für den Inhalt interessierte, hatte ich von Anfang an Narrenfreiheit und konnte tun, was ich wollte. 20 Jahre, 244 Hefte und 70 Taschenbücher lang würde ich davon Gebrauch machen. Die Zusammenarbeit mit Lutz währte ein gutes und angenehmes Jahr lang. Dann gründete er das heute noch legendäre Versandhaus 2001 und verabschiedete sich auf dem Weg zum Multimillionär. Ich schaute ihm mit Respekt und Bewunderung nach. Und auch mit Neid.
Denn bei allen eigenen unternehmerischen Versuchen bin ich gescheitert, immer aus den gleichen Gründen. Ich kann weder Geld eintreiben noch jemanden feuern. Nieten und Betrüger haben leichtes Spiel mit mir, und wenn mich jemand gar mit Charme über den Tisch zieht, sympathisiere ich sogar mit ihm. Ab Heft 46 im Frühjahr 1973 war ich also Alleinherrscher von MAD, einziger Mitarbeiter und Chefredakteur zugleich, mit der Lizenz zum Experimentieren. Einen kleinen Satire-Kosmos wollte ich schaffen und hatte Glück. Es wurde ein richtiges Imperium daraus. Der Anfang freilich war mehr als zäh, denn zunächst ging es um die Existenzsicherung. Und wenn ich heute damit protze, seit mehr als 40 Jahren selbstständig zu sein, muss ich gestehen, dass ich damals jeden festen Job 100-mal lieber angenommen hätte. Aber keiner wollte mich. Mein Sprung in die Selbstständigkeit war in Wahrheit das Resultat eines Tritts in den Hintern. Till Eulenspiegels lustige Streiche als Illustration meiner MAD-Zeit. Obwohl seine Streiche ja gar nicht so lustig waren, weil sie mit seiner Hinrichtung enden. Ich hingegen war mit einem Tritt in den Hintern davongekommen, verbunden mit einer neuen Bedrohung, die mich noch eine ganze Weile begleiten würde: Existenzangst. Alle möglichen Nebenjobs riss ich mir unter den Nagel, vom Spielverleger bis zur Muse des Schmuddelkrams als Lektor sogenannter erotischer Literatur, wie man Pornos damals nannte. Ich hatte MAD anfangs wohl nicht richtig ernst genommen. Trotzdem bin ich mit meinem ersten Heft auch heute noch zufrieden. Es war technisch stümperhaft, enthielt aber doch schon die erste Spur meiner Handschrift. Fragen Sie Alfred, eine Ratgeberkolumne unserer Galionsfigur Alfred E. Neumann, dem zahnlückigen Grinsemann, der im deutschen MAD vom ersten Heft an jedes Titelblatt mit seinem Antlitz zierte, im amerikanischen sogar, seit dem Jahr 1955. Zwar musste ich die Fragen erst noch selber erfinden, aber aus den wenigen echten Zuschriften glaubte ich, die Bereitschaft der Leser zu erkennen, mit uns in einen Dialog zu treten. In Erinnerung an meine eigene Trotzhaltung als Jugendlicher verschärfte ich den Stil. Ich gab nur noch freche Antworten und verspottete die Einzelnen, dass sie so doof waren, uns überhaupt zu schreiben. Die Leser nahmen die Herausforderung an und lästerten noch gröber zurück. Es war der Anfang eines Stils, der zum Kult werden sollte.
In meiner Fernsehzeit würde mir diese Erfahrung von großer Hilfe sein. Jetzt aber musste ich erst mal meine Leser kennenlernen. Einsamkeit, Verstörung und Unsicherheit, durchwachsen mit Anflügen von Größenwahn, Nihilismus und Depression sind die Begleiter der Pubertät. Daraus sollte das Fundament meiner Mad-Philosophie entstehen. An allem zu zweifeln, alles in Frage zu stellen, ganz besonders sich selbst. Die Welt ist doof, du selber bist doofer, war mein Mad-Motto. Schon vorher hatte ich die Negativwerbung eingeführt, das sich schlecht machen oder verdrehen der Werbebotschaft ins Gegenteil. Jetzt nur noch, stand vor dem Heftpreis, außer bei Preiserhöhungen, da setzte ich reduziert auf davor. Wenn einer schrieb, die Leserbriefe würden von Heft zu Heft langweiliger, antwortete ich, dass wir uns bemühen würden, künftig auch den restlichen Inhalt langweiliger zu gestalten. Egal ob nächstes Heft, Taschenbuch oder Abonnement, wir redeten es schlecht und spotteten darüber. 20 Jahre später, bei Schmiteinander, würde mir diese Erfahrung eine wichtige Hilfe sein. Allerdings hatte meine Philosophie einen Haken. Mad wurde fast ausschließlich von Jungen gelesen. Der Mädchenanteil betrug weniger als 15%, wie spätere Analysen ergaben. Waren wir sexistisch? Haben Mädchen einen anderen Humor? War ihnen Mad zu aggressiv? Ganz ehrlich, viel habe ich darüber nicht nachgedacht, denn die Jungen, die Mad kauften, wurden immer mehr. Aus der Auflage meines ersten Heftes von 15.000 Exemplaren waren in 15 Jahren über 400.000 geworden. Und Frauen habe ich sowieso nie verstanden. Zum Tod, hatten die Posaunen das Urteil über Till Eulenspiegel verkündet, und wenn er auch versucht, dagegen anzuschreien, ist es am Ende nur ein klägliches Quieken. Genauso geschah es mit Mad. Eine Satirezeitschrift wird immer nur so alt wie ihre Lesergeneration. Das amerikanische Mad machte es uns vor. Innerhalb weniger Jahre schrumpfte dessen Auflage um die Hälfte. Und Ende der 80er Jahre waren auch wir an der Reihe. Aber immerhin, eine ganze Generation junger Leute hatte ich, je nach Sichtweise, verführen oder erziehen dürfen. Jahre vorher, zur Frankfurter Buchmesse 1980, war die gesamte amerikanische Redaktion in Deutschland zu Gast gewesen, als Teil einer alten Tradition. Die Mad-Reise, eine Art Klassenfahrt der Idiotenbande, wie sie sich selber nannte. Den Anstoß dafür hatte schon Jahrzehnte vorher ein Ausflug nach Haiti gegeben, als jemand im Verlag feststellte, dass es dort
nur einen einzigen Mad-Abonnenten gab. Also machte sich die gesamte Mannschaft auf den Weg, um ihm das neueste Heft zu bringen. Ob der Empfänger das auch wirklich zu schätzen wusste, ist leider nicht überliefert. Selber hatte ich schon ein paar Jahre vorher die Redaktion in New York besucht, mit Privataudienz bei Bill Gaines, dem legendären Erfinder und weltweiten Verleger von Mad. Außer unserer deutschen gab es ja auch noch ein Dutzend anderer Lizenzausgaben von Holland bis Brasilien. Neben Mad hatte Gaines einen zweiten, vermutlich sogar wichtigeren Lebensinhalt, das Essen, aber nicht als Feinschmecker, sondern als Vielfraß, Rabeläschen Kalibers, ein Gargantua, mit einem Lachen, das Erdbeben auslösen konnte. Dazu seine unglaubliche Leibesfülle, die kein Gürtel bändigen konnte. Stattdessen trug er einen Strick um den Bauch, den er je nach den Mengen, die er gerade verschlungen hatte, um einen halben Meter enger oder weiter knoten konnte. Aus seiner Mischung aus Bequemlichkeit und Übergewicht hatte er einen Kult gemacht, indem er sich im Rollstuhl schieben ließ, obwohl er nicht gehbehindert war. Doch beharrte er auf einem Leben totaler Stufenfreiheit. Jede Steigung ab einem halben Winkelgrad, so behauptete er, würde er spüren und verweigern. Und jetzt lud er mich zum Besuch ein, vornehm, im 30. Stockwerk eines Wolkenkratzers der Madison Avenue, also mitten im Viertel der Werbeagenturen, wobei ich bis heute nicht weiß, ob das Mad im Straßenname Madison Avenue Zufall war oder ob man sich gerade deshalb dort einquartiert hatte. Ehrfürchtig, richtig aufgeregt betrat ich das Allerheiligste des Verlegers und fand mich in einer Mischung von Panikraum und Isolierzelle wieder. Düster, kitschig und altmodisch möbliert mit abgedunkelten Fenstern, eines davon durch einen schweren Vorhang verschlossen, das andere in ein dreidimensionales Kunstwerk verwandelt, durch dessen Rahmen gerade King Kong ins Zimmer kletterte. Mit seinen mächtigen Affenarmen war er bereits drinnen. Offenbar war er, während ich im Lift zum 30. Stockwerk unterwegs war, gleichzeitig von außen die Fassade hochgeklettert. Das Reich eines Exzentrikers. Auch Bill Gaines war Kunstwerk. Überlebensgroß, raumfüllend und tatsächlich mit dem legendären Strick um den Bauch. Er empfing mich mit offenen Armen und beglückwünschte mich zum Erfolg unserer deutschen Ausgabe. Offenbar waren unsere Lizenzgebühren inzwischen so hoch, dass man sogar in Amerika Kenntnis von uns nahm. Dann schritt er auf seinen Tresor zu und öffnete ihn mit der Grandezza des Multimillionärs, der er ja längst schon war. Er hätte ein Geschenk für mich, verkündete er. Einen Gutschein für den ermäßigten Eintritt im MoMA, dem Museum of Modern Art, mindestens $8 wert. Die Amerikareise hatte sich also auch finanziell gelohnt. Danke, log ich verzückt, da wollte ich immer schon hin, obwohl ich das Museum in meinen New Yorker Tagen mindestens ein Dutzend Mal gründlich durchforscht hatte. Gerührt von so viel Begeisterung, setzte Bill seiner Freigebigkeit noch einen drauf und überreichte mir eine Art Orden, den goldfarbenen Mad-Schriftzug als Anstecknadel fürs Revers. Nur auserlesene Mitarbeiter würden ihn erhalten, betonte er. Er wusste nicht, dass ich die gleiche Nadel, allerdings in Silber, eine Stunde vorher von Mad-Chefredakteur Feldstein erhalten hatte. Und zum Abschied schüttelte er mir so kräftig die Hand, dass die Bewegung wie eine Schallwelle noch minutenlang in meinem Körper nachhallte. Schließlich verfügte ich höchstens über ein Fünftel seiner Masse. »You're always welcome here«, sagte er und schob mich aus der Tür. Thank you.
Der Anfang von Strawinskys grandioser Balzmusik war das Le Sacre du Printemps, die Frühlingsweihe. Ich habe sie gewählt, nicht nur weil Mad so irre geil war, sondern weil sich damit eine Brücke zu meiner Fernsehzeit schlagen lässt, zu den 50 Folgen von Schmiteinander, als wir zu dieser Musik tanzten, Harald Schmidt und ich, in schwarzen Balletttrikots mit sinnlosen, aber bedeutungsschwangeren Gesten zweier begnadeter Körper. Und das Besondere dran, wir drehten diese Szene nur ein einziges Mal, sendeten sie aber fünfmal. Unter verschiedenen Titeln von Stalins Katze über Saurer Regen bis zu Absolute Mehrheit. 53 war ich im Dezember 1990 zur ersten Schmiteinander-Sendung und damit alt genug, um mich 12 Jahre später mit 65 ohne Entzugserscheinungen von diesem Genre zu verabschieden, das mit seinem enormen Multiplikationsfaktor zum Größenwahn geradezu einlädt und aus Mücken keine Elefanten macht, sondern Riesenkraken mit 20 Meter langen, klebrigen Fangarmen. Mit Schmidt als Partner freilich geriet ich nicht mal an den Rand dieser Versuchung. Du bist ein Laie, eine Niete, du wirst deine Texte vergessen und auf allen Linien versagen, flüsterte er mir vor Beginn jeder Live-Sendung hinter dem schwarzen Vorhang zu, während die Musik des Vorspanns schon lief, Sekunden vor dem Auftritt. »Danke, Chef«, sage ich nachträglich. Damals hätte ich ihn lieber auf der Stelle geköpft. Unsere erste Zusammenarbeit gab es bei der Rateshow »Psst«. Hochkalibrig besetzt mit Elke Heidenreich, Marille Milowitsch und Ingolf Lück. Und von der ersten Minute an war das Verhältnis klar. Schmidt quälte und benachteiligte mich nach Strich und Faden und ich schrie mich heiser vor Wut. Bald aber zog das Gerücht durch den Sender, Schmidt würde einen eigenen Programmplatz bekommen, was kabarettistisch, experimentelles, im dritten Programm. Versuchen Sie, sich an ihn ranzumachen, riet mir ein Redakteur vom WDR. Ihr habt ja so ein ganz spezielles Verhältnis. Tja, und diesen Rat habe ich befolgt. Es ist nicht leicht, sich an Schmidt ranzumachen. Und wenn er es merkt, ist es unmöglich. Ich hatte kein Konzept, nur eine Grundidee. Wie in der Tonight Show Johnny Carsons könnte er mich als Ansager haben. Jemand neben ihm, so dass er sich nicht ans Publikum wendet, sondern an diesen Sidekick. Dadurch würde sein Monolog wie ein Dialog wirken, auch wenn der Angesprochene nichts erwidert. Ich wäre damit eine Art Stellvertreter des Publikums, mit der Aufgabe, nach gelungenen Pointen herzhaft zu lachen und bei Schwachstellen sanft zu sticheln, um dem Star Gelegenheit zu geben, seine Schlagfertigkeit zu beweisen. Bei Johnny Carson war das 30 Jahre lang der joviale Dickwanst Ed McMahon. Bei Harald Schmidt, so überlegte ich, könnte vielleicht ich eine solche Rolle einnehmen, mit dem Hintergedanken, sie im Lauf der Zeit als Sketchautor auszuweiten. Nie aber hatte ich ernsthaft daran gedacht, mich aktiv oder gar als Partner in die Sendung einzubringen. »Überstehen ist alles«, hieß das Soloprogramm, mit dem Schmidt damals auf Tour war. Als er unweit meiner Wohnung gastierte, hatte ich ihm angeboten, bei mir zu übernachten, eine Form von Kumpanei, die mir sonst überhaupt nicht liegt. Ich ertrage Hausgäste nur schwer, weil sie meine Schutzzone zerstören und den Badezimmerschrank durchsuchen, wie ich das selber bei Bekannten mache. Der Gemeindesaal fasste 300 bis 400 Leute. Gekommen waren vielleicht 40, aber Schmidt tat, als wäre der Saal überfüllt. Ich war hingerissen von seiner Professionalität, mit der er das Publikum eroberte, mit Stand-up-Nummern vom klassischen Kabarett bis zum tiefschwarzen Humor. Nur ein bisschen eigene Klavieruntermalung zwischendurch. Schon vor der Pause herrschte eine Stimmung, als wäre der Abend ausverkauft. Und am Ende kam zwar nicht Jubel auf, dafür reichen 40 Leute nicht, doch forderte man Zugaben und nickte sich lachend zu im Sinne von »Toller Abend, gut, dass wir da waren«. Auf der Fahrt in meine Wohnung erlebte ich Schmidt zum ersten Mal in dem Zustand, der mir bald vertraut sein würde. In sich zusammengesunken und schweigsam, nicht aus Erschöpfung, sondern weil der Job getan war. Ich ließ ihn vor dem Fernseher allein und ging ins Bett. Denn
Der entscheidende Teil meines Plans sollte erst am nächsten Tag kommen, wenn er mir auf der Fahrt zum Bahnhof im Auto ausgeliefert war. Einen Überrumpelungsangriff hatte ich vor, mit Schmeichelei, Treuherzigkeit und der richtigen Musik. Die bewährte Methode des Heiratsschwindlers. Der Anfang der Fahrt verlief schweigend. Dann schob ich eine Musikkassette ins Autoradio. Die Orgeltoccata und Fuge in D von Bach, drehte auf volle Lautstärke und überreichte ihm einen Umschlag. »Das ist der Brief, den du mir immer schon schreiben wolltest«, sagte ich. »Bitte, lies ihn mir vor.« Schmidt riss den Umschlag auf und begann laut zu lesen. »Lieber Feuerstein, ich möchte mit dir eine Sendung machen. Ich habe schon einen Sendeplatz beim WDR. Im Herbst können wir anfangen.« Oder so ähnlich. Den Brief habe ich leider nicht mehr, sonst hätte ich ihn wörtlich zitiert, damit Sie wissen, wie es geht, falls auch Sie mal mit Schmidt eine Sendung machen wollen. Schmidt sagte kein Wort. Nur die Orgelmusik dröhnte in voller Majestät. Nie hätte er gezeigt, dass er beeindruckt war. Aber ich spürte, dass ich die erste Runde gewonnen hatte. Ob ich schon einen Namen für unsere Sendung hätte, fragte er mich beiläufig eine Woche später, als wäre es die unwichtigste Sache der Welt. Darauf war ich vorbereitet und hatte zwei im Angebot. Schmidtgift und Schmidteinander. Am besten gefiel ihm Schmidtgift. Den nehme ich für mein nächstes Kabarettprogramm, sagte er. Ich wusste sehr wohl, dass man für einen guten Titel ordentlich Kohle verlangen kann. Aber ich habe ihn Schmidt geschenkt. Zum Einstand bei Schmidteinander. Wir hatten verdammtes Glück damit. Denn da wir anfangs nur live sendeten, konnten wir uns nach jeder Folge neu erfinden. Diese Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und aus Fehlern zu lernen, ist heute verschwunden. Aus Kostengründen muss jede Novität als Staffel von wenigstens 6 Folgen produziert werden, sodass man Irrtümer, Sackgassen oder Fehlbesetzungen nicht mehr korrigieren kann, da man mangels Quote längst abgesetzt ist. Gute Konzepte mit Startschwierigkeiten werden so vorzeitig zum Tod verurteilt. Im WDR gab es mehr als genug Stimmen, die uns nach den ersten Folgen liebend gern dieses Schicksal beschieden hätten. In meinem Buch habe ich mich natürlich ausgiebig mit Schmidteinander befasst. Von unserem großen Krach im Kostüm von Max und Moritz über den mysteriösen Auftritt von Dieter Thomas Heck, der abmarschierte, bevor er ein Wort gesagt hatte, bis zur für mich doch recht überraschenden Ankündigung Schmidts, Schluss zu machen. 3 Preise habe ich im Zusammenhang mit Schmidteinander bekommen. Den ehrenwerten Grimme-Preis vom ehrenwerten Grimme-Institut, den goldenen Bambi aus dem Hause Burda für meine Leistung im Dienst der Spaßgesellschaft und zuletzt den Ehrenpreis der Fernsehcomedy 2010 als vorzeitige Grabbeigabe. Einen 4. Preis verleihe ich mir jetzt selber für den besten und mutigsten Einsatz zur Rettung von Tieren im Fernsehen. Schmidteinander hilft, hieß eine unserer Rubriken, die wir nur selten bedient hatten, weil unseren Fans ohnehin nicht zu helfen war. Ich hatte aber schon lange was Spektakuläres in Richtung Tierliebe vor. Nicht für Katzen, Hunde und Pferde, für die genug gesorgt wird. Auch nicht für Elefanten und Nashörner, die sich selber wehren können. Aber was ist mit den Tieren in den Versuchslaboren? Nein, nicht die Meerschweinchen oder Affen, die längst eine lautstarke Lobby haben, sondern die unschuldigen Klein- und Kleinsttiere. Und so beschloss ich, Fliegen zu befreien. Aus einem pharmazeutischen Labor wollten wir gefangene deutsche Fliegen freikaufen, einen großen Behälter mit vielen tausend Exemplaren, und in Schmidteinander Nummer 43 unter den Augen von Millionen jubelnder Tierfreunde der Natur zurückgeben. Die Vorbereitung lag in Händen von Godehard Wolpers, meinem Assistenten. Er war von Anfang an Teil unseres Teams, zunächst als Praktikant und Junge für alles, bald als mein persönlicher Helfer und damit für alles verantwortlich, was in den Sendungen schiefging. Da wir Pannen immer offen austrugen, war Wolpers als Prügelknabe inzwischen selbst zur Kultfigur geworden. Wann immer es in der Sendung hakte, kam ein feststehendes Ritual in Gang. Wer ist schuld, fragte Schmidt, und dann zählten wir bis 3, um der Regie Zeit zu geben, auf den richtigen Knopf zu drücken. Dann brüllten wir, Wolpers,
worauf ein Band abgefahren wurde, das zeigte, wie wir ihn verdreschen. Eine Szene, die sich bald größter Beliebtheit erfreute. Oft forderte das Publikum noch vor uns die Bestrafung von Wolpers. Es kamen auch bald Anfragen, ob und zu welchem Preis man ihn mieten könne, um ihn privat zu verhauen. Auch wenn die Versuchung groß war, habe ich mich nie darauf eingelassen. Wolpers hatte gute Arbeit geleistet. Nicht nur schaffte er es, einem Pharmalabor einen Eimer Fliegen abzukaufen, er stellte zusätzlich als Plan B, falls es mit den lebenden Tieren nicht klappen würde, einen Topf mit Maden in seinen Kühlschrank, die er im Notfall rechtzeitig selber für die Sendung ausbrüten wollte. Wolpers war der ideale Mitarbeiter. Stets verlässlich, aber an allem schuld. In bewegenden Worten schilderte Schmidt das Leid gefangener Versuchstiere. Dann wurde der Fliegeneimer hereingeschoben. Schmidt riss ihn auf und eine Wolke glücklicher Fliegen schwang sich der Freiheit entgegen, wie in Fidelio, wenn die Gefangenen befreit werden und Leonore ihren Florestan aus dem Kerker holt. Was wir nicht bedacht hatten und woran natürlich Wolpers Schuld war, unser Studio im Keller des WDR hatte keine Öffnung nach außen. Die Fliegen konnten nur nach oben in den Schnürboden flüchten oder, was sie bevorzugten, sich auf Zuschauer setzen und ausruhen. Auch unsere Schlussnummer war betroffen. Unsere Musiknummer mit Udo Jürgens, Schmidt und mir, die wir mit verteilten Rollen Schuberts Erlkönig sangen. Jürgens war Erlkönig und Erzähler, Schmidt der Vater, ich der Sohn. Was auf dem Bildschirm aussieht wie große theatralische Gesten zur Verstärkung des Gesangs, war in Wirklichkeit nichts anderes als unsere Bemühungen, Fliegen abzuwehren, damit sie uns nicht beim Singen ins Maul flogen. Wir hatten es gut mit ihnen gemeint, doch der Weg in die Freiheit war ihnen verwehrt. Nur die Kantine, direkt neben unserem Studio, fanden sie, dank ihres feinen Geruchssinns. In den Mettbrötchen legten sie ihre Eier ab, aus denen Wolpers neue Maden hätte züchten können. Wir bekamen deshalb einigen Ärger, als die Kantine für mehrere Tage zur Desinfizierung geschlossen werden musste. Das Ganze sei ein wissenschaftlicher Feldversuch, erklärten wir hinterher, um mit markierten Fliegen die Entfernungen zu ermitteln, die sie von unserem Kölner Studio aus zurücklegen können. Die Verbreitung von Seuchen und Epidemien könne man damit messen und vorhersagen. Schmidt forderte deshalb die Zuschauer zu Hause auf, unsere Testfliegen zu fangen und uns zur Begutachtung einzusenden. Zusätzlich zu den Eiern in den Mettbrötchen erhielt der WDR jetzt auch noch wochenlang Briefe und Postkarten mit mehr oder weniger zermatschten Fliegen. Eine davon schickte man uns sogar aus Australien. Doch habe ich sie sofort als Fälschung entlarvt. Die Fliegen sind frei und ich bin in meinem achten Leben, schon jenseits der Jahrtausendwende. Und wenn ich vorhin geprahlt habe, ich sei so wunderbar locker nach dem Ende von Schmetternander der Fernsehwelt wieder entglitten, so war das eine nachträgliche Idealisierung. Denn fast ein Jahrzehnt habe ich mich auch noch hinterher daran festgekrallt. Ich galt ja jetzt als Promi. Und alles war auf einmal ganz leicht, unzählige Rollenangebote, von gute Zeiten, schlechte Zeiten bis zum Knastbruder im Polizeiruf. Es war wie damals, als ich aus den USA zurückkam.
Er war ja 10 Jahre in New York, hieß es. Wenn sich jemand nach meiner beruflichen Qualifikation erkundigt, der jetzt, sagte man, er ist ja im Fernsehen. Und wer im Fernsehen ist, muss wohl alles können. Plötzlich regnete es Angebote von Film und Theater und wissen Sie was? Schamlos nahm ich fast alles an. Einmal war aber auch was ganz Besonderes dabei. Es begann mit einem Fax von Ruth Berghaus, der großen Opernregisseurin. Haben Sie Lust, in meiner Leipziger Fledermaus-Inszenierung den Frosch zu geben? Es wäre wunderbar. Auch ich fand das wunderbar, denn gerade hatte ich im Hamburger Tivoli den Kaiser im Weißen Rössel gespielt und war sicher, der Knallchargenrolle eines ewig betrunkenen Gefängniswärters gewachsen zu sein. Der Haken: von Ruth Berghaus und ihren radikalen Bühnenexperimenten hatte ich keine Ahnung. Und den Satz, der mich hätte stutzig machen müssen, hatte ich in der Begeisterung glatt überlesen. »Ich schicke Ihnen demnächst meinen neuen Text«, hatte sie hinzugefügt. Umso größer war der Schock, als mir ihr Text ins Haus flatterte. Die Rolle als schwatzhafter Saufbruder, der den dramaturgisch schwachen dritten Akt durch tagesaktuelle Einlagen zum Vergnügen des Publikums lebendig hält, war gekürzt, der Anfangsmonolog sogar komplett gestrichen. Erst später erfuhr ich die Hintergründe. Mit ihrem Konzept, die Walzerseligkeit am Schluss des zweiten Aktes durch Kriegsszenen zu ersetzen, hatte sie schon zur DDR-Zeit Anstoß bei den Kulturbonzen erregt. Man trug ihr Veränderungen auf, aber statt sich der Zensur zu fügen, strich sie sämtliche Sprechtexte und ersetzte sie durch Pantomimen, worauf die Fledermaus abgesetzt wurde. Jetzt, 7 Jahre nach Ende der DDR, wollte sie die Inszenierung von damals nachholen. Was nun geschah, war eine Tragödie. Ruth Berghaus, 69, der ich vorher nur ein einziges Mal begegnet war, erkrankte auf den Tod. Nur einen Monat nach der Premiere würde sie sterben. Statt ihrer leiteten 3 Assistenten die Proben und behaupteten, streng nach Anweisung der Regisseurin zu handeln. Zweifel oder Widersprüche waren sinnlos. Dafür wuchs der Unmut auf der Bühne. Der Chor protestierte gegen die blutigen Kriegsszenen, die Sänger weigerten sich, hinter einem Motorrad herzulaufen, das blaue Rauchwolken ausstieß, und ich war verzweifelt, weil ich den dritten Akt mit einer Pantomime beginnen sollte. »Sie müssen vom Frosch zum Mensch werden«, wies mich die Assistentenbande an, »indem Sie auf eine Leiter steigen, wie es Wetterfrösche tun.« »Aha, na toll.« In der Pause der Generalprobe hielt Udo Zimmermann, der Intendant, eine Rede, deren Inhalt eigentlich nur aus einem einzigen Satz bestand. »Leute, das wird eine Katastrophe.« Dann zettelte er eine Verschwörung an, für die ich mich gleichermaßen schäme, wie ich stolz darauf bin. Ehrlich, wäre Ruth Berghaus nur bei einer einzigen Probe dabei gewesen, hätte ich ihr Konzept nach bestem Können zu verwirklichen versucht. Aber die Mantras der Assistenten, »Frau Berghaus will das so«, wirkten umso weniger überzeugend, je öfter das eben verkündete, am nächsten Tage wieder geändert wurde. »Wir müssen im dritten Akt das Publikum zurückholen, das wir im zweiten verlieren«, nahm mich der Intendant ins Vertrauen. »Können Sie was Lustiges improvisieren?« Nein, konnte ich nicht. Aber ich hatte vorsorglich nach dem Angebot alle gängigen Froschwitzchen gesammelt und daraus das Gerüst eigener Rollentexte gebaut, ganz im traditionellen Stil und ahnungslos dessen, was die Absichten der Regisseurin sein würden. »Ich versuche es«, sagte ich und rannte ins Hotel. Da die Generalprobe am frühen Nachmittag stattgefunden hatte, blieben mir bis zur Premiere noch 24 Stunden. Nach der Abendvorstellung trafen wir uns wieder. Im leeren Opernhaus trug ich dem Intendanten vor, was ich mir ausgedacht hatte. Hinter dem Gitter, der dritte Akt spielt im Gefängnis, würde ich nicht mit der fragwürdigen Pantomime anfangen, sondern mit einer Satire auf unsere Inszenierung. Die Strenge der Berghaus-Inszenierung wäre dadurch zwar gebrochen, doch würde der dritte Akt wie ein ironischer Spiegel der ersten beiden beginnen. »Viel Glück«, sagte der Intendant zum Abschied, vermutlich mehr zu sich selbst. Dann kam es wie vom Intendanten vorausgesagt. Nach der Ballszene war das Publikum empört und zornig, und zwar einhellig. Man pfiff und buhte so laut, dass es sogar in meiner Garderobe widerhallte, wo ich gerade zum Amtsdiener Frosch umgearbeitet wurde.
Schade, dass ich den Anfangsmonolog von damals nicht mehr habe. Aber gut für Sie, denn ich würde ihn sonst in aller Länge wiedergeben. Ich glaube nicht, dass er besonders gut war, aber er erfüllte seinen Zweck. Zum ersten Mal an diesem Abend lachten die Zuschauer. Nach der fünften Vorstellung wurde die Fledermaus aber vorzeitig aus dem Spielplan genommen. Und damit bin ich eigentlich fast am Ende. Aber Sie wissen ja, wenn Opa sagt, er sei eigentlich am Ende, redet er ungebremst noch mindestens eine Stunde. Also ziehe ich jetzt die Bremse an und danke nochmal dem Sprecherteam, das meine Stimme so wunderbar dem jeweiligen Alter angepasst hat. Von nun an müssen Sie mit meiner wirklichen Stimme Vorlieb nehmen. Ich habe keine andere, leider. Der Klebstoff von Prominenz und Fernsehruhm blieb noch ein gutes Jahrzehnt an mir haften. Kaum ein Quiz, eine Talkshow, eine Episodenrolle, die ich ausließ. Und die Werbung als Goldregen schon gar nicht. Zum Glück blieb auch Anspruchsvolles übrig, die Neuauflage des Rateklassikers »Was bin ich?« zum Beispiel. Mit ihren mehr als 100 Folgen. Ein Gastspiel am Berliner Kudamm-Theater mit anschließender Tournee durch die Provinz. Oder das erneute Ausleben meines Wutbürgertums in »Genial daneben«. Auch mein ehemaliger Lehr- und Zuchtmeister Harald Schmidt hatte mich nicht vergessen und lud mich regelmäßig in seine Talkshows ein. Es war der 27. Januar 2006, der alles veränderte. Der Tag, an dem Mozart, mein alter Salzburger Kumpel, 250 Jahre alt wurde. Ich hatte schon vorher öfter meine musikalische Vorbildung benutzt, um Klassikkonzerte zu moderieren. Da war es selbstverständlich, für dieses Jahrhundertjubiläum meinen Beitrag zu leisten. In Form eines Musikkrimis, Mozart-Mordnacht, habe ich ihn genannt, angeregt durch die Spekulation über seinen frühen Tod. Unzählige Legenden gibt es darüber und selbst Beethoven war überzeugt, Mozart sei von seinem Konkurrenten Antonio Salieri vergiftet worden. Alle diese Vermutungen und Halbwahrheiten schmückte ich aus, verband sie mit eigenen Theorien und bastelte daraus meinen Mordnacht-Krimi. Ein Drittel Erzählung, eingebettet in zwei Drittel Musik von Mozart und einigen seiner mordverdächtigen Rivalen. Zwei Dutzend Mal war ich allein im Jubiläumsjahr mit den verschiedensten Orchestern und Dirigenten unterwegs, einmal sogar in Salzburg, am Originalschauplatz, nur ein paar Zimmer von jener Tür entfernt, wo Graf Arco Mozart auf die damals übliche Weise fristlos kündigte, mit einem Fußtritt. Da Mozarts Geburtshaus gleich um die Ecke liegt, bin ich sicher, dass sich sein Geist in die Veranstaltung geschlichen hat, um endlich zu erfahren, wer der Mörder seines Körpers war. Nicht Salieri war es, so behauptete ich. Kein Schüler, kein Freimaurer, kein grauer Bote und auch nicht die Ehefrau, sondern die Ärzte mit den Methoden der Zeit. Mit Aderlässen hatten sie dem Todkranken so viel Blut abgezapft, dass der Rest nicht mehr reichte, um weiterzuleben. Ob Mozart damit einverstanden war? Oder ob er sich einen Ast lachte, weil es doch dieser mysteriöse Unbekannte war, der bei ihm das Requiem bestellt hatte? Denn der Auftraggeber wollte es ja als eigene Komposition ausgeben und hatte deshalb gar keine Wahl, als den wahren Urheber umzubringen. Ich kenne Leute, denen ich sowas durchaus zutraue. Mich zum Beispiel.
Dies Irae aus Mozarts Requiem, der Tag des Zornes. Seit ich älter bin, lese ich für mein Leben gern Künstlerbiografien, weil mir deren sogenannter menschlicher Teil das Genie näher bringt als jede Werkanalyse. Geht es dem Publikum nicht genauso? Stattdessen muss es im Konzertsaal sitzen, als hätte sich eine Trauergemeinde versammelt. Musik als Andachtstunde. Tutto nel mondo e burla. L'uomo in nato burlone, heißt es am Ende von Verdis Falstaff. Die ganze Welt ist eine Komödie, der Mensch ist als Narr geboren. Es war ja auch die Zeit, in der Kulturpolitiker Notsignale auszusenden begannen. Das Publikum im Konzertsaal schwinde dahin, man müsse dringend ein Neues finden. Natürlich hatte ich große Bedenken. Könnte ich als Fernsehclown im Ruhestand auch als Kulturlockvogel bestehen? Zum Glück klappte es ganz gut, wahrscheinlich, weil man im Konzertsaal nur selten aufhören schreit. Auch wenn der erste befreiende Lacher, der die Andacht des Publikums brach, stets hart erkämpft werden musste. Und so schloss sich der Kreis. Am Anfang gab es den Traum von der Musik, am Ende wurde er doch noch Wirklichkeit, wenn auch nicht in Tönen, sondern in Worten. Liebe Damen und Herren, danke, dass Sie mir bisher so freundlich zugehört haben und ganz besonders danke ich meinem Redakteur Michael Lose und vor allem dem Techniker im Studio Sascha John. Ich bin jetzt schon in der Schlussansprache und die beginne ich mit der Erinnerung an die Fledermaus. Damals an der Leipziger Oper begann sie mit so viel Angst und Unsicherheit. Doch genau die Fledermaus war es, mit der alles dann doch noch ein gutes Ende nahm. Denn 7 Jahre später holte mich für die gleiche Rolle Helmut Lohner an die Kölner Oper, der schon seit Jahrzehnten als der populärste Froschdarsteller überhaupt gilt, mit seiner geradezu artistischen Darstellung, wie ein echter Alkoholiker erst im Suff nüchtern wird. Gut, mit dem einen oder anderen von mir war er gar nicht einverstanden. Doch am Ende verabschiedete er sich mit jenem weisen Satz eines echten Bühnenprofis. Na, schauen's doch. Nach der Premiere bin ich weg. Und dann machen Sie sowieso, was Sie wollen, also machen Sie es doch gleich. Und das tat ich auch 6 Jahre lang als Kölner Fledermausfrosch in mehr als 70 Vorstellungen, die letzte zu Silvester 2008. Und bei dieser Fledermaus bleibe ich auch zum Abschied als Nachholbedarf, denn in Köln habe ich die Musik nie vollständig zu hören bekommen, da ich nur im dritten und letzten Akt in Erscheinung trat. Wenn die Vorstellung um 19.30 Uhr anfing, war ich noch zu Hause. Erst am Ende des zweiten Aktes musste ich fertig in meiner Garderobe sein. Da war die Ouvertüre schon vor 2 Stunden verklungen. Dafür beschließe ich jetzt mit dieser zeitlos beschwingten Musik meine Sendung. Vorher hinterlasse ich Ihnen noch 2 Grundregeln. Das Leben ist ein einziges Abschiednehmen als mein Leitmotiv. Und für uns alte Lateiner, deklamiert im Hexameter, wie er sich gehört, hier noch das Motto für mein Lebenswerk. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Es kreisen die Berge, aber geboren wird eine lächerliche Maus. Heute ist der 15. Januar 2015. So gern hätte ich das Sendedatum gewusst. Naja, vielleicht auch lieber nicht. Aber danke, dass Sie mir noch einmal zugehört haben. Tschüss. Thank you.
Thank you.